Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War 3. Tja, in der letzten Folge haben wir uns ein wenig mit Aphrodite vergnügt. Und sie sagte, wir sollten uns an ihren nutzlosen Gemahl hier wenden, wenn wir über die Brücken wollen. Tja, und er schickt uns noch weiter in den Tartarus, weil wir dort den Omphalos-Stein finden sollen. Tja, und dahin sind wir jetzt unterwegs. Na, ich habe gerade nur nachgesehen. Ach, hier sind die Kisten, die wir schon geöffnet haben. Gut. Die Tür geht zu, ist nicht schlimm. Was haben wir hier? Suche nach Erlösung. Oh, Tartarus. Hades Seelen sind endlich frei, denn ihr Herr und Meister ist tot. Trotzdem wandern sie ziellos umher, ohne Hoffnung auf Erlösung. War ich das etwa? So. Ah. Hier solche komischen Gestalten hier. Um die wir uns erstmal kümmern. Und eine goldene Kiste. Und eine Feder drin, naja. Passt uns doch ganz gut. So, hier weiter. Oh, das sieht nach einem Kampfplatz aus. Ja. Da kommt ja schon der Pferdemann. Los, runter da. Los, du Zentaur. Soll ich einen Döner aus dir machen? Autsch. Jetzt reicht's mal langsam. Oh, Pfoten weg! Jetzt reicht's aber langsam. Gesockse! Autsch. Nur ordentlich durchrammeln hier. Ah. Zack. War das aufgewertete. Und Spartas Rage einsetzen. So. So, Freundchen. Du kommst ans nicht. Platsch. So, jetzt seid ihr noch dran. Hey. Okay. Was? Kein Mut, kein Ruhm. Was auch immer das heißen soll. So, Kiste auf. Ach so, ich erinnere mich gerade, dass die Klingen ja schon fertig sind. Wir können uns ja jetzt was anderes aussuchen. Der Bogen des Apollo ist auch schon fertig. Helios Kopf mit 2500. Na also. Tada, erhöhter Schaden. Nee. Mal sehen. Hat, glaube ich, auch einen etwas größeren Wirkungsbereich. Aber mal gucken. Hinter uns waren ja noch ein paar Kisten, die ich nicht öffnen wollte. Oder eine zumindest. Kümmere ich mich jetzt halt um die. Na, wo war sie? Ah, hier. So, Gesundheit wieder auffüllen. Der Umfall aus Stein. So, jetzt erstmal wieder irgendwie raufkommen. Das sind bestimmt nicht alle Steine erklimmbar. Aha, hier hoch. Okay. Und auf. So, Magie können wir auch noch gleich auffüllen. Die weiße Kiste öffnen wir so oder so.
Mana, aber auch noch Magie drin. Mit ein paar zusätzlichen roten Orbs. Oh, oh, oh. Die Tore von Tisiphone. Aha. Na herrlich. So eine bescheuerte Chimäre. Ah, hat wehgetan, ne? Au! Schlangenmistvieh. Ja komm. Ah, na also. Es geht doch etwas schneller. So, weg mit dem Schlangenschwanz. Och, da kommt schon die nächste. Am besten nicht versuchen abzuwehren, das funktioniert nicht. So, mit Pfeilen spicken. So, hässliches was auch immer. Gut, ein letzter Kopf. Autsch. Elendes Mistvieh. Los jetzt. Trau dich her zu mir. Boah. Ach komm. Die andere komplette Chimäre ist nachher dran. Das ist die hier fällig. So, runter mit dem Horn. Ja, kannst du wieder haben. Gut, jetzt ist die nächste dran. Wie geht's? Ist der noch voll kotzen. Wow. Das müssen wir aber noch üben, ne? Ne. So, Freundchen. Mit deinem zweiten Kopf auch weg. Oh. Ach, voll reingerannt. Diesmal nicht. Oh, der Rambock hier. So. Und weg. So. Ah. Okay, da zeigt sich eine Kette. Das Ding hier werde ich noch abknallen. So, und jetzt kümmern wir uns erstmal um die weißen Kisten. Ah. Spartas Dingsbums hätte damit aufgefüllt werden können. Und hier mache ich lieber Gesundheit als Magie. Ist immer besser. So. Da kommen Kratos ein bisschen schneller, ne? Wir haben noch keine Zeit. Aha. Nach oben müssen wir also. Das kommt noch dazu. Hm. Die zweite Kette mache ich auch gleich. Sieht doch schon besser aus. Hm.
jetzt noch irgendwie hier raufkommen. So. Ach ja. Bringen wir uns mal darüber. Zack. Ja. Hopp. Hopp. Hier rüber und hier rüber. Aha, aha. Los, komm her hier. So, muss ich es eben selber machen. Ah, shit. Ah. Na toll. Aha. Wenigstens komme ich hier schneller wieder hoch. Und rein da. Gut. Betätigen wir das noch. Damit dürfte das Tor geöffnet sein. Ja. Ah. So ist brav. Schlecht. Hier ist, es gibt hier eine Trophäe mit diesen 1000-Hit-Kombo-Dingsbums. Sesam, öffne dich, ja. Und hier ist eine gute Stelle, das zu machen. So, hier haben wir noch eine dritte Phönixfeder. Ich glaube, irgendwo könnten wir ein Auge übersehen haben, aber macht auch nichts. So. Moment mal. Das könnte es sogar hier drin sein. Vielleicht irgendwo mit Helios Kopf noch eine Kiste sichtbar machen. Habe ich ganz vergessen zu untersuchen hier. Okay, hier nicht. Nö, keine Funken zu sehen. Hm. Egal. So, rote Orbs, wie sieht's damit aus? 1400. Ja, 2500 für Hermes Stiefel, egal. Ja. Hier lässt sich das machen. Immer schön die Griff-Kombo an jedem einzelnen durchführen. Und so stapeln sich die Treffer immer weiter nach oben. Möglichst nicht unterbrechen lassen. Oh. Das hier mache ich gerade nur, ja, weil der Bosskampf, den wir vor uns haben, doch eine Weile geht und ich keine Lust habe, den mittendrin uns zu unterbrechen. Deswegen nutze ich gerade die Zeit, damit wir den in der nächsten Folge in der ganzen Länge zeigen können. So, 200 Treffer sind schon mal da. So, immer schön weiter. Die roten Orbs, die wir durch das Anhäufen der Kombo kriegen, sind natürlich auch nicht ohne. Gut, gerade habe ich 30 bei 300 gesehen, das ist nicht wirklich sehr gut, aber bin mal gespannt, ob ich die 1000er-Kombo hier hinkriege oder ob die mich wieder unterbrechen. Aber wenn es so weitergeht wie jetzt, dürfte ich doch kein Problem bekommen.
wie gesagt, das ist eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob es noch mehrere gibt. Ich soll aber. Aber das ist die, die ich ja, benutze. So. Da. So, der 500er Kombo ist schon mal gemacht. Der Schaden, den diese Funken hier anrichten, scheint minimal zu sein, deswegen dauert es auch eine Weile, bis die hier drauf gehen. So, immer schön weiter. Immer schön weiter. 70 hoch auf bei 700 Treffer. Naja. Oh nein, 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 nein. So schnell kann es gehen, dass man es versaut. Aber ehrlich gesagt, es dient das hier nur zur Vorführung und zum Überbrücken, dass ich hier gleich den Speicherpunkt nutzen kann. Weiter als hierher wollte ich nämlich nicht gehen. Sehr schön. Haltet noch so lange durch, bis die 1000 da ist. Dann könnt ihr von mir aus verrecken, ihr kleinen Mistviecher. Ja, gleich haben wir es. Sehr schön. Jetzt könnt ihr verrecken. Gut, 1000er Kombo erreicht, unermüdlich. Ja, kommt noch eine? Oder nicht? Oder wie war das schon? Na gut. Tiefen des Tartarus, der Ort, an dem der legendäre große Krieg zwischen Göttern und den Titanen stattfand. Nach ihrer Niederlage wurden die überlebenden Titanen in alle Ewigkeit hierher verbannt. Wo sieht man bisher keinen? Aber das macht ja nichts. Gut, und jetzt würde ich sagen, wäre ein guter Zeitpunkt, hier die Folge zu beenden. In der nächsten werden wir uns den Omphalos-Stein von wem auch immer, die das Game kennen, wissen von wem, werden wir uns den holen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, tata!